Die Osterholzer Stadtwerke erhöhen zum 1. Januar 2019 die Strom- und Gaspreise. Der Bruttopreis für die Kilowattstunde Strom wird sich um 0,68 Cent verteuern. Die Kilowattstunde beim Gas in der Grundversorgung verteuert sich um 0,46 Cent. Die gute Nachricht, der Grundpreis für die Zählergebühr bleibt beim Strom wie beim Gas unverändert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat gestern seine Geburtsstadt Osterholz-Scharmbeck einen Besuch abgestattet. Bei einem Rundgang durch die Fußgängerzone zeigte Bürgermeister Thorsten Rode dem linken Politiker das Gebiet, für das in den nächsten Jahren Städtebaufördermittel in siebenstelliger Höhe fließen sollen. Beim Lego-Familien-Event XXL in Osterholz-Scharmbeck waren Fantasie und Geschick der großen und kleinen Baumeister gefragt. Zum siebten Mal hatte das SOS Kinderdorf in die August-Schlüter-Halle eingeladen. Mehr als 150 Kinder und deren Familienangehörige nutzten dieses besondere Spieleangebot. In der St. Wille-Hardy-Kirche präsentierten 50 Frauen und Männer aus dem Kirchenkreis bei einem Konzert, was sie im Gospel-Projektchor einstudiert hatten. Helfer helfen Helfer. Zeitdruck, Lärm, Angst vor Versagen oder den Umgang mit Schwerverletzten. Manchmal brauchen auch Helfer Hilfe, um damit fertig zu werden. Jetzt gibt es im Kreis die ersten ausgebildeten Stressbewältiger. Mit der Busschule war der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen in der Ilpoler Grundschule. Ein Mobilitätstrainer zeigte den Kindern, wie sie sich im Bus richtig verhalten. Schulen, die auch Interesse haben, können auf www.vbn.de Termine abfragen. Schulhof und Dorfmittelpunkt. Der umgestaltete Pausenhof der Grundschule Plattchenwerbe konnte mit einer kleinen Feier offiziell eingeweiht werden. Dazu hatten sich einige Gäste in der Ortschaft eingefunden, um mit Lehrern, Kindern und Plattchenwerbern anzustoßen. Vor 10 Jahren haben sich die Sängerinnen des Ritterhuder Chores Ladylike zusammengetan, um gemeinsam zu singen und aufzutreten. Das wurde gefeiert im Rathaus der Kreisstadt. Die Sonne geht, oh yeah.